Hallo zusammen, wir sind Anton und Valentin Stötzer. Wir möchten euch heute ein ganz besonderes Projekt vorstellen. Es ist das allererste Videosinforiel, das wir mit dem Sinfo Tübingen und dem Dirigenten Kirill Stankov zusammen produziert haben. Ein Videosinforiel, das ist eine völlig neue Erfindung. Eine Kombination aus Sinfonie und Videotutorial. Eine Art Gesprächskonzert im Internet. Der Dirigent führt mit dem Orchester durch die Sinfonie. Kirill Stankov. Von ihm stammt die Idee. Und wir beide haben uns darum gekümmert, dass die Idee Wirklichkeit werden konnte. Aber wie filmt man ein Orchester? Wir sind Musiker und Hobbyfilmer. Wir sind kein Fernsehstudio. Wie kann man trotzdem das Maximum rausholen? Wir haben uns also an die Arbeit gemacht. Wir haben geplant, organisiert, skizziert und finanziert. Und wir haben uns aus dem Freundeskreis ein ehrenamtliches Filmteam zusammengestellt. Das Ergebnis? Professionelle Audioaufnahme, Steadicam, Scheinwerfer, Krawattenmikrofon und alles, was noch so dazugehört. Wir haben mit 9 Kameras gleichzeitig gefilmt, damit man nachher wirklich das Gefühl hat, man ist mittendrin dabei. In diesem gewaltigen Aufgebot drehten wir mit dem Dirigenten Kirill Stankov und dem Jugendsinfonieorchester der Tübinger Musikschule das Material zum allerersten Videosinforiel. Es geht um die 4. Sinfonie von Gustav Mahler. Ein Komponist, mit dem sich das Sinfo Tübingen schon lange beschäftigt. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass dieses erste Videosinforiel jetzt fertig geschnitten ist und ganz bald veröffentlicht wird. Dann wollen wir euch mal ein paar Einblicke geben. Diese unglaublich freche Schelle. Eine Schlittenfahrt. Dieses Glöckchen, dieses ganz ferne, hat so viel was von Weihnachten und läutet so viel tschum, 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 von der befreiten Stimmung ein. Und ich bitte jetzt nochmal unsere Supersolistin Johanna Pomranz mit nach vorne. Hat das ganz witzig gemacht, der Maler. Ein kleines Skelett und immer man hört im Hintergrund halt, wie die Knochen gegeneinander klatschen und diese witzigen Geräusche machen. Eine Geige, die einen Ganzton höher gestimmt ist, sogenannte Scordatura. Hui. So weit ist das auseinander. Dieser etwas skurrile Klang. Der Höhepunkt des Satzes ist natürlich wieder etwas, was mit jungen Kindern zu tun hat. Es ist ganz witzig gemacht. Alles spielt und macht eine Kissenschlacht und dann, oh, Papa kommt und dann, ah, alles flieht. Unser erstes Videosinforiel wird am 13. Dezember veröffentlicht. Und zwar auf der neuen Internetplattform sinforiel.de. Ihr könnt dort das Video anschauen und es gibt viele weitere Informationen zur Idee, über das Team und das Making-of. Uns hat dieses Projekt unglaublich viel Spaß gemacht und wir freuen uns mit euch auf den Release am 13. Dezember. Wenn euch das Projekt gefällt, könnt ihr uns helfen, es bekannt zu machen. Erzählt euren Freunden davon. Und bleibt auf dem neuesten Stand, indem ihr auf sinforiel.de den Newsletter bestellt und unseren YouTube-Kanal abonniert. Ihr findet uns außerdem auf Facebook und Google+. Bis bald!